und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enigmators 2, die Nebelgrave. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, sind jetzt hier oben angekommen und haben einiges eingesackt, eingesammelt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach jetzt mal, wie wir hier weiterkommen. Ich schätze mal, dass wir das Seil aus dem letzten Part einmal hier ranbinden, beziehungsweise die Steilkappe. Ich weiß nur noch nicht, wo wir... Ah, okay. So. Jetzt haben wir auch hier was. Jetzt haben wir auch hier was. Und das kriegen wir so nicht auf. Aber jetzt... Und hier haben wir einmal den Zahn. Drehe die obere Plattform, um auf allen anderen Podesten perfekt überschneidende Symbole zu bilden. Was? Okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber okay. Wir lassen das einfach mal gelten. Na. Hier, Cracker. Danke. So, hier können wir gerade nichts weitermachen. Dann einmal hier zu den Beweisen zurück. Das muss dann Teil der Geschichte erzählen. Weakened worshippers, devoid of their master, strength and power, had no choice but to escape into hiding. Each to his own way now. Spread around all the far sides of the world. In the pits of their shelters. They would secretly continue their evil deeds. Okay. Hi. You said the Reapers had to flee into hiding. So it was Raphael who hunted them? The Reapers lost much of their strength when their master was defeated. Though still immortal, they would easily be captured by ordinary people. Raphael's role was thus fulfilled when Asmodai was slain. His further fate is unclear. Had he stayed on Earth, it would have been his own initiative, not the Lord's. He would also have had to take the form of a human, so as not to cause an uproar. Okay. Dann können wir einmal hier wieder entlang. Setzen wir einmal die Kerze rein. Hier weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Flammenwerfer. Okay, das ist das große Herz. I must report. You.
brauchte ich denn nochmal diese Metallringe? Ah, warte, ich weiß wo. Hier. Okay. Warum dreht sich das denn nicht so, wie ich es gerne möchte? Ich möchte langsam in die gewünschte Richtung drehen. Und dann stoppt das da immer so. Gott, nervt das. Das nervt aber richtig hier. Mano. So. So kann man doch nicht arbeiten, ey. Jedes Mal, wenn das da so leicht zittert, das... Oh Gott, das geht einem hier voll auf den Keks. Ach, Mann. Gibt's da nicht, ey. Also, es gibt Sachen, für die hat man Geduld und dann gibt's sowas. So, ich hab keinen Bock mehr. Ah, oh, diese Dinger, ey. Die sind ja nervig. There's the way out. Whitmarsh's mansion awaits. Zum Glück haben wir nichts mehr mit bezüglich Überspringen und so. Sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht. So, ah, okay, dann durch das Ding kamen wir raus. Okay, gut. Dann einmal. Ja, das war falsch. So. Nee. Das hier.
Rabenkopf. Hübscher kleiner Rabenkopf. Nett. Er hat irgendwie alles zugemacht. He's gone. This is my chance to search the mansion unnoticed. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Wie eigentlich schon die ganze Zeit, wie kommen wir von hier nach irgendwo? Im Schloss fehlt ein Stück. Ja, nur was? Ah. Als wenn das alles so einfach hier gehen würde, ne? Das eins. Ein einziges fehlt noch. Ah. Schwerter könnte dies von Waffen handeln. Was? Zwei Statuen fehlen. Da fehlt auch was. So, Gummihandschuh. Okay. Dann einmal Flügelchen auf und hinein und das nächste Memory. Denn mir ist das normale Wimmeln ja lieber. Ist das hier. Nicht, weil ich Memory nicht mag. Sondern einfach, weil das andere angenehmer ist. Okay, lol. Und jetzt haben wir nochmal so einen Todbringer. Mit zwei Stück davon. Ordne die Statuen anhand der Geschenke zu, die sie halten. Du kannst eine Statue nur an eine Freistelle entlang der dazugehörigen Spur verschieben. Okay, das ist schon richtig.
okay. Und hier wären Tiere. Ja, gar nicht mal so schwer. Haben wir hier einen Tropfen. Packen wir da rein. Und elektronisch gesteuert. So. Nun können wir nach da unten. It's the Simpsons camper. How did it get here? And my car. Among dozens of others. Eine Höhle voller Autos. Können wir mal sehen, ne? Dozens of abandoned cars. It's starting to make sense. Illusion. So this is how the whole thing works. The ruined and deserted park veils itself with an illusion of prosperity. Sometimes luring in unwitting travelers just passing by. Then the illusion fades, revealing the true darkness underneath. But for the innocents who get trapped here, it's already too late. Like flies caught in a spider's web. The spider is already on its way. The cars of the dead are dumped deep in a cave. Their bodies are left in the catacombs to rot. There's only one more question then. Why? The only place where you might find the answer is Whitmarsh's mansion. You have no other option but to break inside. Yeah, leider. Why illusion? Tell me more. The park was abandoned before Whitmarsh conceived of using it as a trap. Had he revived it, the risk of the murders coming to light would have been much higher, because people would visit it deliberately, and every disappearance could be linked to this place directly. No, he only catches random passers-by, activating the illusion just before the gate pulls into their view. A camper or a motorhome is the perfect target. Those are reserved for the longest trips. No traces are left behind. So, barring some freak incident like a police detective accidentally showing up. See what I mean? By the way, this should help you make your way to Whitmarsh's estate. Ich frag mich ja die ganze Zeit, wo er diese ganzen Sachen her hat. Und vor allem, wer sperrt ihn mit diesen ganzen Artefakten ein? Sucht man ihn nicht, bevor man ihn einsperrt? Ich will mich ja nicht beklagen, aber... Liebe Mama und Papa, wir haben die Küste endlich erreicht. Heute campen wir in einem alten Naturpark. Es ist unheimlich hier und Mark denkt, dass er schon längere Zeit verlassen ist. Wir schreiben bald wieder. In Liebe, Sharon und Mark. Okay, da kommen wir nicht ran. Hm.
Okay, da komme ich so auch nicht ran. Hier will ich gerade noch einmal gucken, ob hier nicht wirklich ein Illusionsobjekt ist. Nee, scheinbar nicht. Davon brauche ich noch zwei Stücke. Aber hier. Das sind die Steuerfelder. Und die Blutstropfen gleichzeitig zu verschieben, liefere jeden Blutstropfen oben ab. Vor allem gleichzeitig, ne? Das war jetzt aber alles andere als gleichzeitig. So, hier noch was. Tentativ. Hier haben wir noch eine Marke. Gönn dir. Time. Waited until eventually the time came when in their hearts they heard their master's call again. Okay. Ah, hier ist noch was. Und zwar Memory wieder. Mir langsam so ein bisschen auf den Keks geht. Und dieser Hund bellt schon wieder alles an, was auf der Straße rumläuft. Vor allem, ich verstehe halt auch nicht den Sinn, warum sie anfängt zu bellen. Das sind so Sachen, die verstehe ich an dem Hund nicht. Nee. Hier nicht von Schmetterling? Nee, aber da ist eine Schachfigur. Und Schachbrett. Das?
Hey. So. Dann haben wir hier ein neues Scheibenstück. Und das letzte Scheibenstück suchen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Und bis dahin. Ciao. It's been 2 years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.